Die rechten und rechtspopulistischen Parteien könnten versuchen, ihre politische Fragmentierung nach den Europawahlen zu überwinden. Die deutsche AfD wurde aus der rechten Fraktion Identität und Demokratie, ID, ausgeschlossen. Das Euronews-Umfragezentrum erwartet, dass die AfD eine neue Fraktion brauchen wird, der sich andere rechte Parteien anschließen könnten. The number of far-right parties are on a path of radicalization, which means that I don't think all of them will be put together after the elections. We'd rather see not one, but three in instead of two political groups. That's also the reason why Marine Le Pen recently made clear that she wanted to have a clear distance vis-à-vis the AfD. Laut dem Euronews-Umfragezentrum würde eine neue Fraktion 23 Abgeordnete aus 7 verschiedenen Mitgliedstaaten brauchen. Das scheint möglich, da alleine für die AfD schon 15 Sitze im Parlament erwartet werden. Einige Parteien haben schon Kontakt zu der AfD gesucht. So zum Beispiel die bulgarische ultranationalistische Partei Vozrazhdanie, zu Deutsch Wiedergeburt. Neben der AfD gibt es auch schon Hochrechnungen zu möglichen Abgeordneten anderer rechtspopulistischer Parteien aus Polen, Litauen, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei. Die Außenseiterparteien könnten sich über ihre gemeinsamen pro-russischen politischen Werte vereinen. Denn die Ukraine-Frage wird eine der wichtigsten sein in der nächsten EU-Legislaturperiode.